Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Im letzten Part haben wir endlich das beschissene und stinkende und dreckige Hasentheater abgeschlossen und müssen es nie mehr in unserem Leben machen. Abgesehen davon haben wir auch so ziemlich alles hier in der Story erledigt. Uns fehlen natürlich noch die Bonusrätsel, mit denen wir dann im nächsten Part anfangen werden. Doch heute möchte ich noch beim Roboterparcours die letzten 5 noch fertig machen hier im Irrgarten, denn die letzten 5 auf der dritten Seite, die hier fehlen uns noch. Es sind ja insgesamt 15, mehr gibt es nicht. Das sind also die letzten 5, die uns hier noch fehlen. Die möchte ich noch jetzt in dem Part machen. Und beim nächsten Mal fangen wir dann eben mit den Bonusrätseln an. Und dann wird es auch wieder ein bisschen cooler und abwechslungsreicher wieder, weil wir haben jetzt in den letzten Parts irgendwie sehr viel Roboter und sehr viel Hasentheater gemacht und so und gar keine wirklichen normalen Rätsel mehr, aber beim nächsten Mal wird es dann wieder ganz normale Rätsel geben und hoffentlich wenig Verschieberätsel. Ich hoffe und bete darum. So, aber erstmal jetzt noch der 11. Parcours hier. Kreuzende Wege. Bedenke deinen nächsten Zug, sonst wirst du zu Roboter-Ragu. Ja, das will ich nicht wirklich werden. Und ich werde wieder für euch die Karte groß machen, damit ihr alles auf einen Blick sehen könnt. Also ich schaue übrigens bei den großen Dingern hier auch immer auf die Karte und nicht auf den Topscreen, wo das in 3D dargestellt ist, weil ich halt so die ganze Karte eben überblicken kann. Wenn ich euch nur den Topscreen-Ausschnitt groß zeigen würde, würde man gar nicht erkennen, wo das Ziel überhaupt ist. Und deswegen finde ich, dass es so sinnvoller ist. So, ich gehe wieder vom Ziel aus zurück und überlege mir, wie ich zum Ziel überhaupt hinkommen kann. Von rechts her geht das nicht, weil da ein Rollband ist. Links und unten sowieso nicht, es geht nur von oben. Okay, und auf dieses obere Ding, warte mal, ja, da komme ich drauf, indem ich von oben her zum Beispiel komme oder von rechts her. Das würde beides gehen. Aber wahrscheinlich eher von rechts, irgendwie, weil rechts gefährlicher ist. Da muss ich mir halt jetzt überlegen, wie ich da am besten hinkommen kann. Ich würde am liebsten 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, schwierig. Ist natürlich wieder nicht einfach, das ist mir schon klar. Wenn es einfach wäre, dann wäre es ja einfach, ne? Aber dass es nicht einfach ist, das denke ich mir schon. Ja, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen random in der Gegend rum. Ich kann jetzt am Anfang nämlich nur nach unten gehen, weil wenn ich woanders hingehe, dann habe ich schon verloren. Unten und oben darf ich nicht, ich muss nach rechts gehen. Vielleicht ist es auch wieder hier so, dass ich immer vorgegebene Wege habe, ja jetzt schon nicht mehr. Jetzt kann ich überall hingehen, ohne zu sterben. Ja, obwohl, nee, nach rechts kann ich nicht gehen. Da würde ich sterben, aber ansonsten kann ich überall hingehen. Ich gehe mal nach... Ja, wenn ich nach oben gehe, laufe ich nur im Kreis. Das, ja gut, ich kann natürlich dadurch wieder das Timing verändern. Es kann sein, dass ich das machen muss für später mal. Aber ich will ja erstmal herausfinden, wie ich überhaupt zum Ziel kommen kann. Weil, was ich da, mittlerweile noch gar nicht weiß bisher. Deswegen würde ich erstmal ganz gerne das herausfinden wollen. Deswegen gehe ich jetzt mal nach unten. Und jetzt nach rechts, weil ich das überlebe. Und jetzt folge ich der Maus hinterher. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, 1, 2, 3, dann überlebe ich das gerade so. Vielleicht muss ich das auch deswegen machen, weil das so ganz, ganz knapp ist irgendwie. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, die Frage ist halt, wie komme ich denn zu diesem einen Dingens dahin beim Ziel, wo ich auch hin muss? Das ist halt noch mein Problem. Ich gehe jetzt erstmal nach rechts, weil das kann ich auf jeden Fall, ohne dass ich sterbe. So, und jetzt gehe ich mal nach... Also ich bin schon auf der... Warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also wenn ich jetzt zweimal nach links gehen würde, wäre ich auf derselben Spalte wie das Ziel. Also rein von den Spalten her bin ich schon mal richtig. Jetzt muss ich noch die richtige Höhe hinbekommen. Und wie kriege ich die hin? Ich muss irgendwo gegen den Block am besten stoßen. Und zwar gegen den da muss ich stoßen. Gegen diesen ganz, ganz oberen da. Also der in der obersten Reihe ist. Gegen den muss ich irgendwie stoßen. Aber wenn ich das mache, dann verliere ich auch wieder... Ja, nee, so einfach ist es doch nicht. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal nach... nach unten. Achso, wenn ich... Ja, nee, das klappt auch nicht. Ja, wie komme ich denn überhaupt... Ja, das ist schwierig. Das merke ich schon. Das ist schwierig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee, ich habe momentan noch leider keine Ahnung, wie ich das am besten machen muss. Also ich muss von oben her ins Ziel kommen, das ist gar keine Frage. Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee, das passt nicht ganz. Wie komme ich denn...
Ja, das ist blöd. Was meinst du, wenn ich von hier stehe? 1, 2, 3, 1, 2, ach, wenn ich da stehe. Okay, aber wie komme ich da hin? Ich will eins links von diesem Block, der jetzt gerade über mir ist. Also ich will jetzt quasi zwei nach oben laufen. Wenn ich das dürfte, dann hätte ich es geschafft. Aber das kann ich nicht. Nee, kann ich nicht hinkriegen momentan. Das ist blöd. Ich habe ansonsten eigentlich immer so einigermaßen eine Idee, was ich tun muss. Aber ich habe jetzt gerade keinen Peil. Ah, das war ein Fehler. Ah, nee, ich überlebe. Ich überlebe. Aber jetzt habe ich gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Wenn ich nach links laufe, dann bin ich nur im Kreis gelaufen. Das bringt mir nichts. Ich laufe mal nach oben. Ich bin gerade ein bisschen planlos, muss ich zugeben. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt anstellen soll. Leider. Ich laufe einfach irgendwie in der Gegend rum. Aber es bringt mir nicht viel. Mann, ey. Ich hab echt noch keine Vorstellung, wie ich das hinkriegen. Mann, das ist blöd. Warum habe ich noch keine Idee, wie ich das schaffen kann? Warte mal, wenn ich... 1, 2, 3, 1, 2, 3... Nee, das geht auch nicht. Warte mal, hatte ich es nicht? Nee. 1, 2, 3... Mann! Ich habe keine Ahnung, ich laufe einfach blind in der Gegend rum, ohne Sinn und Verstand. Das wird mir auch nicht viel bringen. Gott, verdammt, ey. Ich habe gerade echt leider keine Ahnung, wie das gehen soll. Überhaupt nicht. Wenn ich jetzt dann nicht schnell eine Idee bekomme, werde ich auch schneiden müssen, leider. Weil da ewig lang rumzusuchen hat ja auch wenig Sinn. Nochmal, ich mache nochmal neu und überlege mir jetzt nochmal kurz vom Ziel aus wirklich, wie ich dahin komme. Also ich muss von oben her kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es kann nicht anders gehen, als dass ich von oben komme. So, wie komme ich auf dieses Feld 3 über dem Ziel? Da komme ich entweder von oben aus hin oder von rechts. Von oben aus, da müsste ich hier irgendwie so landen. 1, 2, 3. Da müsste ich entweder hier hinkommen oder hier hin. Ja, aber ich kann das irgendwie alles nicht so wirklich hinkriegen. Achso, warte mal. Wenn ich hier lande, zack, 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 zack. Achso, ich hätte... Achso, ich muss hier landen. Kann ich das irgendwie schaffen? Achso, ja, nee, das kann ich ja eben nicht schaffen. Oder kann ich das? Wenn ich es schaffe, links von diesem rechten mittleren Block zu landen, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich fertig. Weil da kann ich nach oben, zweimal nach links und zweimal nach unten, da bin ich da. So, wie komme ich jetzt links von diesem Block hin? Ich muss da erstmal die richtige Höhe finden. Und die finde ich, indem ich von hier... Ah, ich hab's, glaube ich. Ja, ich habe zumindest eine Idee. Okay, ich habe eine Idee, wie es gehen kann. Ich will erstmal nach ganz rechts unten. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich will nach rechts unten. Weil da... Macht es Sinn, wenn ich dahin gehe. Moment, jetzt nach rechts gehen. So. Dann erstmal ganz nach rechts unten gehen. Dann von dort aus zwei nach links. Dann nach oben. Dann nach links. Und dann da einmal so im Kreis laufen. Und dann da nach rechts wieder kommen. Und dann eben links von diesem einen Block da landen. Ich hoffe, das Timing passt jetzt von den Mäusen. Sonst beiße ich mir in den Arsch. Aber nee, es passt offenbar. Erstmal zumindest. Hier entlang, jetzt haben wir schon gewonnen. Wenn jetzt die Mäuse nicht mehr im Weg sind. Jetzt hier, wie ich vorhin gesagt habe, ja, es passt alles gerade so. Yep, wir haben's. Okay, gut. Also, eigentlich sollte ich nicht so einfach drauf losmachen. Ich sollte mir wirklich vorher erst einen Plan überlegen. Das ist immer besser. Ich muss mir echt überlegen, wie komme ich zum Ziel und dann den Weg zurückverfolgen. Das ist das Beste, was man eigentlich machen kann. Was zum Teufel? Banto Waboho. Fließbänder, wohin man blickt. Na wenn, na toll. Yep. Ich habe 3 Ziele? Hä, was? Muss ich auf jedem einmal landen oder ist es egal, wo ich lande? Ich glaube, ich muss einfach nur auf einem. Weil bei dem links oben zum Beispiel, da komme ich gar nicht hin, glaube ich. Weil es gibt, von unten her kann ich nicht kommen, weil da Fließbänder im Weg sind und von rechts her geht es auch nicht. Ich muss erstmal herausfinden, auf welches überhaupt draufkommen kann. Bei dem rechten geht es nämlich auch nicht, weil bei dem rechten... sind nämlich auch oben, unten und links immer Fließbänder im Weg. Ich kann nur auf dieses drauf, das gerade eins rechts von mir ist. Und ich muss dafür... Ah, ich kann da entweder von links
von unten oder von oben kommen. Na toll, ich habe jetzt tausende Möglichkeiten. Super. Ja, hier kennt man sich natürlich voll gut aus und so. Was zum Teufel? Oh Gott. Okay, warte mal, ich will auf dieses Feld da drauf. Oder auf dieses. Ah, ich will hier hin. Wartet mal, und da komme ich hin, indem ich hier so drauf komme. Und da komme ich hin, indem ich nee, ich will mal da unten in die Mitte rein. Aber da komme ich gar nicht hin, oder? Komme ich da überhaupt irgendwie hin? Warte mal, mach nochmal neu, Geh mal am Anfang. Ja, nee, nach unten gehen bringt mir auch nichts, da lande ich da ganz links oben. Oder will ich das vielleicht sogar? Nee, ich glaube eher nicht. Warte mal. Wenn ich hier hingehe, dann lande ich da rechts unten. Ja, rechts unten da zu landen ist aber auch schlecht, glaube ich, weil das bringt mir auch ziemlich wenig. Behaupte ich mal. Ich würde gerne da unten in die Mitte kommen, so irgendwie. Obwohl, so viel bringt mir das eigentlich auch nichts, wenn ich dahin gehe. Aber ich will auf jeden Fall da nach links. Also ich will, wenn ich auf dieses Rollband kommen würde, das jetzt gerade links unten von mir ist, das nach unten zeigt. Das genau eins links unter mir ist, diagonal. Wenn ich da drauf komme, dann kann ich da so entlang fahren, dann nach oben, nach rechts gehen und ich bin fertig. Dann hätte ich gewonnen. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, die es überhaupt gibt, wie ich das Level abschließen kann. Weil von oben her geht's nicht. Fällt mir gerade auf, weil ich kann zwar eins nach oben gehen. Oder drei nach oben halt. Aber da dann von dem Feld aus drei links und drei rechts ist, sind immer Rollbänder. Und bei unten... Ja gut, von unten aus würde es auch noch gehen. Das wäre auch nicht schlimm. Ich muss da auf jeden Fall irgendwie da so links unten rein. Und da muss ich jetzt erstmal die Rollbänder finden, wo ich überhaupt dahin komme. Achso, ich muss... Warte mal... Auf dieses da muss ich drauf. Und da komme ich drauf, indem ich... Wie komme ich denn da drauf? Wie komme ich denn auf... Auf der Hälfte, das kann ich doch gar nicht drauf kommen. Oder? Achso, ich muss... Warte mal, ich muss da landen. Kann ich aber auch... Hä? Mann! Es ist total kompliziert wieder. Aber was erwarte ich auch anderes? Ja, irgendwie lande ich immer nur im Kreis. Und wenn ich einmal rechts unten bin, komme ich da irgendwie gar nicht mehr raus, so ungefähr. Achso, doch, warte mal. Ich kann hier hin. Eins, zwei... Ah, ich hab's. Okay, ich will... Ich will irgendwie erstmal nach rechts unten kommen. Ah, ich glaube, ich hab's schon. Oder? Ja, nee, ich hab's noch nicht ganz. Warte mal, wie komme ich denn auf das hier? Achso. Nee, warte, nochmal neu. Ich will nach links gehen am Anfang. Genau, ich will nämlich einmal jetzt so außen rumgetragen werden. Entschuldigung. Und will jetzt gleich über diesem Ziel da rechts landen. Was ich ja auch tue. Genau. Jetzt gehe ich nach oben. Nach links. Nochmal nach links. Jetzt keine Fehler mehr machen. Nach unten. Nach links. Und dann habe ich es, glaube ich. Genau, weil dann gehe ich noch nach oben und nach rechts. Ja, okay. Okay. Ist auch gar nicht so schwierig, wenn man sich das alles genau anschaut. Da kann man schon hinkriegen, würde ich sagen. Entschuldigung, ich habe mich gerade eben ein bisschen verschluckt irgendwie. Tut mir leid. So, Bantohoverbuch auch geschafft. Yay! Cool. Und weiter geht's mit Wähle ein Ziel. Egal welches Ziel du dir aussuchst, Hauptsache du erreichst es. Okay, also es geht beides. Oder wie? Oh, und ich habe keine Gegner und fast gar nichts, keine Rollbänder, auch nur einen Schlüssel. Ein Schraubschlüssel. Ja, okay. Das ist interessant. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass es sehr schwierig ist. Die sehen zwar sehr einfach aus, aber die sind meistens trickier, als sie aussehen. Vor allem, weil die nämlich schon wieder irgendwie eine doofe Position haben, die Ziele, finde ich.
Ich gehe erstmal nach unten. Ich versuche erstmal irgendwie den Schraubschlüssel in irgendeine Richtung aktivieren zu können. Das wird bestimmt auch schon gar nicht so einfach. Obwohl, doch, wird schon. Also, ihn nach links zu aktivieren wird sehr einfach. Ihn nach oben zu benutzen wird schwieriger. Deswegen ist wahrscheinlich das, wie ich es jetzt mache, falsch. Weil es zu einfach ist. Ich mach's trotzdem mal und probiere es mal. Ob ich jetzt irgendwie ans Ziel hinkomme. So. Also auf die richtige Höhe, also auf die richtige Zeile, komme ich ganz einfach. Ich muss noch die richtige Spalte dann auch kriegen, also den richtigen Rhythmus beim Laufen. Da würde ich am liebsten gegen den Block da stoßen. Ja, aber das kann ich aber auch nicht, weil ich dann ja... Ne, ich glaube, das geht so nicht. Ja, das wäre auch zu einfach. Ich glaube nicht, dass es so ist. Es steht zwar dran, dass ich mir das aussuchen kann, welches Ziel ich nehmen will, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, ich muss schon ein bestimmtes nehmen. Und zwar das obere, weil das schwieriger ist. So, ich will erstmal jetzt irgendwie so mich positionieren, dass ich den Schraubenschlüssel dann gleich erwischen kann. Was aber sehr, sehr schwierig wird, glaube ich. Weil ich nämlich gerade gar nicht weiß, wie ich das überhaupt anstellen will. Und zwar so überhaupt nicht. Warte mal. Ich will am liebsten... 1, 2, 3, 1, 2... Nee. Wie kann ich den Schraubenschlüssel von unten mir holen? Ja gut, wenn ich mir von unten hole, dann habe ich, glaube ich, es schon fast... Ja, dann habe ich es noch nicht ganz geschafft, aber... Ich glaube, da habe ich größere Chancen, es abschließen zu können. Vielleicht. So irgendwie. Wie komme ich denn von unten an das Ding überhaupt hin? Achso, ich bin ja auch klug. Wie wär's, wenn ich einfach mal hier so rumgehe? Ja, okay, unten ist eigentlich auch nicht schwierig, da drauf zu kommen, das stimmt. Ja, vielleicht passt der jetzt so trotzdem irgendwie besser. Aber kann man wirklich beide Ziele erreichen? Kann man das schaffen? Ich weiß es nicht. So, ich gehe wieder den Weg zurück. Das ist am besten, glaube ich. So, ich kann nur von unten kommen. Und dann kann ich nur von rechts oder wieder von unten kommen. Und dafür muss ich dann hier hin und dafür... Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie hin. Ne, das kann aber auch schon wieder nicht klappen, oder? Habe ich das Gefühl. Irgendwie glaube ich, das kann auch schon wieder nicht klappen. Ich glaube, hier ist wieder irgendein Trick dabei, den ich gerade nicht verstehe. Glaube ich. Warte mal, wenn ich mir das linke Ziel nochmal angucke. Ja, obwohl, das kann jetzt auch... Machen wir nochmal den Zug zurück. Wenn ich mir das linke Ziel nochmal angucke. Beim linken Ziel, wenn ich das kaputt gemacht habe, kann ich entweder von links oder von rechts herkommen. Von links her, da müsste ich dann von oben kommen. Und da müsste ich wiederum hier irgendwie hin. Das geht aber nicht. Dann muss ich von rechts. Und da komme ich drauf, indem ich hier sowas mache und hier sowas und hier sowas. Und hier sowas. Das geht aber auch wieder nicht. Hä? Ich verstehe das nicht, muss ich sagen. Ich verstehe das nicht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass keine einzige Möglichkeit überhaupt machbar ist, weil ich viel zu wenig Blöcke zur Verfügung habe, die ich benutzen darf. Also wo ich mich halt anstoßen kann, um dann irgendwie meine Richtung zu ändern oder sowas. Oder halt schon früher anzuhalten. Warte mal, eins. Eins, zwei, drei. Ja, das geht auch nicht. Hä? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Klappt auch nicht. 1, 2, 3. Nee, geht auch nicht. Hä, what the fuck? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich hab jetzt gerade versucht, oben und unten den Weg zurückzuverfolgen und bei beiden gelingt es mir nicht. Bei beiden gelingt es mir nicht, muss ich sagen. Ich probiere jetzt nochmal kurz hier. Ich gehe nochmal kurz den linken Gedanken durch. So, um aufs linke Ziel zu kommen, wenn ich den Schraubenschlüssel benutzt habe, muss ich von links oder von rechts herkommen? Wenn ich von links herkomme, muss ich da dann wiederum von oben herkommen, weil unten ja der Block im Weg ist. Ne? Ja. Und da muss ich dann wiederum von rechts kommen, weil ansonsten die Wand im Weg ist. Und da kann ich jetzt aber von nirgendwo her mehr kommen. Achso, ich kann mich natürlich hier irgendwie reinstellen. Aber das kann ich doch... auch nicht wirklich schaffen, oder? 1, 2, 3.
Warte mal, das könnte aber... Ach Gott, ey. 1, 2, 3... Naja, es klappt trotzdem alles nicht. Warum klappt es nicht? Nee. Nee, das klappt, glaube ich, nicht. Oder ich kann von rechts her halt kommen, bei dem linken unteren Ziel. Und wenn ich von rechts her komme, muss ich von rechts oder unten gekommen sein. Wenn ich von unten gekommen bin, muss ich von rechts her kommen. Wenn ich von rechts her komme, muss ich von unten her kommen. Ich weiß, ihr checkt gar nichts mehr, aber... Und auf dieses Feld, da komme ich aber auch ansonsten niemals drauf. Nee, komme ich definitiv nicht. Also links unten das Ziel kann eigentlich nicht gehen. Aber oben kann genauso wenig gehen. Wenn ich oben auf das Ziel drauf will, muss ich da... Dann muss ich von unten her kommen bei dem oberen Ziel. Und von links her kann ich nicht kommen, weil da der Block im Weg ist. Von rechts her kann ich... Achso, warte mal. Nee, passt schon, vergesst es. Von unten dann... Was habe ich gerade überlegt? Ich habe schon vergessen, was ich gerade eben überlegt habe. Ja, aber es kann irgendwie alles... Ja, aber am ehesten kann es, glaube ich, doch funktionieren, wenn ich den linken kaputt mache. Weil der obere kann nicht gehen. Das ist unmöglich, dass der geht sogar, finde ich. Weil ich das beides nicht hinbekomme. Nee, der kann nicht funktionieren. Das muss der linke sein. Und ich muss irgendwie diese beiden Blöcke oder diesen Viererblock, der da oben ist, den muss ich irgendwie benutzen. Und auch den, der da unten ist wahrscheinlich. So, ich will hier irgendwie landen. Und dann habe ich's. Ich will auf derselben Spalte landen, wie der Schalter ist. Also bei einem von diesen zwei Blöcken da unter diesem Viererblock da. Und in derselben Spalte eben wie das Ziel, das wir jetzt gerade freigelegt haben. Da will ich landen. Wenn ich das schaffe, haben wir es. So, wie kriegen wir das hin? 1, 2, 3. Ja, wie kriegen wir das hin, ist die Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Mann, ich muss irgendwie... Ich muss hier hin. Zack. Zack, ich muss bei einem von den beiden hier... Ich kann bei dem hier... Kann von hier aus... Aber da komme ich ja auch nicht hin. Jawohl, oder von den beiden aus hier, aber da kann ich dann auch gleich... Das kann alles doch gar nicht gehen. Das kann alles nicht gehen. Zack, zack. 2, 3. Ne, es kann... Achso, warte mal, wenn ich... Warte mal. Nee, doch nicht. Nee. Ich habe keinen Pall. Ich habe keinen Pall, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss das schneiden, weil das dann zu lange dauern würde. Ich probiere noch ein bisschen rum, aber ich habe erstmal keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich probiere noch ein bisschen und gleich sehen wir hoffentlich dann die Lösung. Mal schauen. Okay, jetzt müsste ich es normalerweise gelöst haben. Ich dachte schon irgendwie, dass das gar nicht funktioniert, aber... Nee, doch, es klappt schon. Aber ich habe mich nur irgendwie immer die ganze Zeit vertan. Aber auf jeden Fall habe ich es so geschafft, dass ich das linke Ziel nehme. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man es auch schaffen kann, indem man das obere Ziel erreicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich meine, das Spiel hat mir ja eigentlich gesagt, dass beides geht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich nehme den linken Ausgang. Und zwar will ich jetzt erstmal ganz nach oben in die Ecke wieder. Dann nach unten. Zweimal nach rechts, da dagegen stoßen. Gegen den Block jetzt gleich. Nach unten. Gegen den Block stoßen. Nach unten, nach oben und nach links und wir sind fertig. Okay. Also so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Also man kann es schon schaffen. Ich weiß nicht, warum ich das gerade eben nicht hinbekommen habe irgendwie. Es ist eigentlich sogar ziemlich einfach, um ehrlich zu sein. Ich habe aber... Ja stimmt, ich wollte immer irgendwie von links her ans Ziel rangehen. Und das habe ich aber nie geschafft. Weil ich glaube, von links her zum Ziel zu kommen geht auch nicht. Ich muss von rechts her machen. Das habe ich aber nie gemacht. Das bin ich nie im Kopf durchgegangen aus irgendeinem Grund. Das ist ziemlich dumm von mir, aber okay. Erfolg oder Versagen? Dein erster Zug entscheidet über dein Schicksal, wähle weise. Okay, mein erster Zug schon. Ich bin gespannt. Ich hätte gleich mal 4 Auswahlmöglichkeiten. Ich habe wieder 2 Ziele. Das ist echt böse, dass sie jetzt immer 2 Ziele auf einmal einbauen. Das ist echt fies. Da weiß ich gar nicht, wo ich überhaupt hin soll. Mann, ey.
So, ich habe wieder einen Schraubenschlüssel. Und die offensichtliche Frage ist natürlich wieder, wo will ich den benutzen? Und ist der erste Zug wirklich schon so entscheidend? Es kann sein, dass meine jetzige Position so wichtig ist. Weil ich nämlich die später nie mehr erreichen werde oder sowas. Das kann sogar sein, ja. Ja, obwohl, ja doch, die kann ich eigentlich relativ einfach erreichen. Ja, gut, es geht. Ja doch, die kann ich sehr einfach sogar erreichen eigentlich. Eigentlich kann der erste Zug nicht so wichtig sein. Muss ich sagen. Der kann nicht so wichtig sein, aber okay. Wenn das Spiel meint. Also ich kann es auf jeden Fall schaffen, schon mal den Schraubenschlüssel von rechts her zu nehmen. Von oben her, ja, von oben kann ich es auch schaffen. Also ich kann auf jeden Fall beides hinkriegen. Ich gehe mal wieder den Weg zurück. Ich versuche erstmal das Ziel links oben. So, da kann ich zum Beispiel von rechts her kommen. Wenn ich von rechts her komme, muss ich danach auch von rechts her oder von... Ne, da muss ich eigentlich von unten her gekommen sein. Von unten her. Und hier kann ich dann von links aus, das geht aber nicht, oder von rechts aus, das würde gehen, wenn ich nämlich danach, warte mal kurz, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, ich glaube, ich habe schon. Die Lösung ist, es ist ein sehr langer Weg, aber ich glaube, ich habe den jetzt einigermaßen im Kopf abgespeichert. So, ich will erstmal hier oben rumgehen. Ich will erstmal nach rechts oben zum Schlüssel und mir den erstmal holen. Ja, gehen wir hier so entlang. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich will ihn auf jeden Fall von... Ach so, ne, warte mal, mach nochmal neu. Ich habe es irgendwie in meinem Kopf besser durchgeplant. Will ich zuerst nach unten gehen? Ja, ich gehe zuerst mal nach unten. Vielleicht ist auch damit gemeint, dass ich zuerst nach unten gehen muss, weil es gar nicht so offensichtlich ist. Dann jetzt hier nach oben. Nach rechts. Also ich brauche jetzt sehr viele Züge. Ich will erstmal zum Schraubenschlüssel von rechts herkommen, genau. So. Und ich habe jetzt eben gerade eben wieder den Weg, den bin ich wieder zurückgegangen und ich habe schon eine Idee, wie es eben jetzt gehen kann, dass ich zum... Achso, das ist aber ein bisschen sehr riskant irgendwie, weil die Maus da nämlich im Weg sein könnte. Das Timing muss also auch noch stimmen, das ist super. So, jetzt warte kurz, ich will jetzt... 1, 2, 3, 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau. Ich will jetzt erstmal ganz nach unten gehen. Und dann, wenn ich ganz unten bin, will ich zwei nach oben gehen. Ich hoffe, das Timing mit der Maus passt jetzt, sonst wäre das ziemlich doof. Jetzt nach rechts. Nach unten. Nach rechts. Nach... Wartet. Moment, wie habe ich mir das gerade eben überlegt? Warte mal, war das jetzt schon ein Fehler? 1, 2, 3. Ne, es war schon... Es war schon ein Fehler, glaube ich. Ah, shit, das wollte ich doch gar nicht. Scheiße. Ja, das... Oh Gott, ey. Mach nochmal zurück. Wie war ich gerade eben gestanden? So. Ah, ne, genau, ich will... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne, Moment. Fuck! Warte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, zack. Zack, 1, 2, 3. Nee. Oh, ich hab's doch gerade eben eigentlich in meinem Kopf irgendwie schon so halb gehabt. Aber offenbar wirklich auch nur so halb. Warte, wie komme ich denn jetzt nochmal dahin? Ich will jetzt. Ich will jetzt. Rechts von der oberen Maus. Also ein Feld rechts von der oberen Maus wäre ich jetzt gerne, weil dann hätte ich gewonnen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau, hätte ich gewonnen, ja. Schau, und da komme ich hin. Indem ich... Warte mal. Achso, ich will jetzt wieder... Wenn ich hier so entlang gehe, 1, 2, 3... Nee, das klappt ja auch nicht. Oder? Nee, klappt auch nicht. Hab
mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne, das geht alles nicht. Fuck. Warte mal, ich muss nochmal ein bisschen. Ich muss jetzt logisch denken. Also, ich will hier hin. Und da komme ich hin, wenn ich zum Beispiel hier unten irgendwie hinkomme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und da komme ich hin. Indem ich gegen den da. Aber wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Fuck. Werde ich doch nach unten gehen sollen und die Maus irgendwie killen sollen. Und ich muss doch in das untere Ziel. Das kann ja auch sein. Das ist echt fies, dass ich nicht mal weiß, wo ich jetzt rein muss in welches Ziel. Ich habe jetzt so viele Möglichkeiten, die ich durchgehen muss. Und ich weiß es einfach nicht. Das ist echt fies. Mann. Das ist dumm. Mach nochmal neu. Ach, scheiße. Gott verdammt. Wenn ich doch den von oben her nehme und am besten noch die Maus kille da rechts unten, das wäre schon cool. Wie komme ich dann... Ja, ich habe auch für das untere Ziel habe ich auch Milliarden Möglichkeiten, wie ich da hinkommen kann. Was natürlich auch wieder ganz, ganz dufte ist. Da kann ich zum Beispiel von hier aus und dann von hier aus irgendwie... Ja, super. Toll. 1, 2, 3, 1, 2... 1, 2, 3, das würde sogar gehen. Zack. Zack, zack. Ja, zum unteren Ziel komme ich sogar... Achso, warte mal, ich muss... Warte mal, geht das? Achso, nee, es geht nicht. Oder? Oh mein Gott! Warum ist das so schwierig? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ich mache jetzt doch mal, also ich gehe mal wieder am Anfang nach unten, weil ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. Vielleicht, keine Ahnung. Wie bin ich den Weg gerade vorhin gegangen? Ich glaube hier so irgendwie außenrum jetzt genau. Ich werde jetzt mal die unteren, also die Schrauben, die Blöcke unter dem Schraubenschlüssel zerstören, weil vielleicht bringt mir das mehr. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss ja mal ein bisschen jetzt rumprobieren, weil irgendwie, wenn ich die linken da zerstöre, das bringt mir nicht viel. Aber ob was bringt, wenn ich die unteren zerstöre, weiß ich auch nicht. Ich kann auf jeden Fall die Maus zerstören, weil das Timing passt. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und eine Maus weniger kann auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. So, stirb. Okay. So, jetzt habe ich eigentlich hier freie Fahrt. Das wird doch jetzt wohl machbar sein, oder? Ich will, also wenn es geht, will ich von rechts her kommen, weil da keine Gefahren sind. Aber es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Denke ich jetzt mal. Von hier aus. Oh Gott. Gott. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Warte mal, wenn ich... 1... Oh Gott. Um Gottes Willen. Geh mal nach links. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Ne, das bringt auch nichts. Ich will am liebsten... Ne, ich will schon... Warte mal. Achso, wenn ich hier hinkomme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn... Achso, nee, halt, wenn ich... Achso, nee, ich hab's. Ich hab's, glaube ich. Ich darf jetzt nur nicht mich von der Maus treffen lassen. Was sogar passieren würde, wenn ich... Warte mal, wenn ich jetzt nach oben... Oben... Rechts... Nee, es passt sogar. Ich hab's, glaube ich. Oben... Oben... Rechts... Unten... Zweimal nach rechts, einmal nach unten und zweimal nach links. Dann haben wir's. Ja, wir haben es, okay. Puh. Ich habe wieder mal keine Ahnung, ob man das irgendwie schaffen kann, dass man das linke Ziel benutzt. Oder ob man es schaffen kann, indem man den Schraubschlüssel von rechts her nimmt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, so wie es ich gemacht habe, klappt es. Deswegen bin ich damit auf jeden Fall zufrieden. Okay. Und das letzte, finales Abenteuer. Ach du Scheiße. Finales Abenteuer, die tiefste Ebene des Irrgartens. Noch niemand ist hier von dort zurückgekehrt. Na toll. Ja, das sieht bestimmt überhaupt nicht kompliziert aus oder so. Tausende Schraubschlüssel. Tausende Mäuse, tausende Rollbänder, tausende Blöcke. Ja, das ist bestimmt einfach. So. Was kann ich machen?
Links sterbe ich, oben nicht. Rechts kann ich natürlich machen, aber rechts ist viel zu offensichtlich, deswegen mache ich das nicht. Unten sterbe ich auch nicht, deswegen gehe ich mal nach unten. Weil unten sowas von tricky aussah. Ich nehme jetzt immer den Weg, der am fiesesten aussieht. Den werde ich jetzt immer nehmen. So, wieder nach links ist nur der Rückweg und rechts sterbe ich nicht, deswegen mache ich rechts. Rechts sterbe ich nicht. Ja, ich sterbe nirgendwo. Also außer links, aber links ist ja eh Käse. Ich gehe mal nach unten, weil unten witzig aussieht. So, links darf ich nicht. Nee, jetzt bin ich tot. Links bin ich tot, unten bin ich tot, rechts bin ich auch tot, Zug zurück. Okay, unten ist schlecht. Links ist ja auch Blödsinn. Dann gehe ich mal nach oben. Und dann mal nach rechts einfach so. Ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt machen muss. Ich weiß, aber ich probiere jetzt einfach mal, Achso, fuck. Shit, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich wollte immer den Weg nehmen, der am blödesten aussah. Oder am schwierigsten auf jeden Fall, weil das dann wahrscheinlich der richtige ist, denke ich mal. Weil die machen es ja mit Absicht so. Ja, ich glaube, oben ist ja auch Käse. Ich gehe mal nach rechts. Weil das überlebe ich auch so, gerade so. So, unten sterbe ich. Rechts sterbe ich nicht. Oben. Also ich kann nach oben oder nach rechts. Links, da komme ich ja her. Ich gehe mal nach rechts. Und gehe jetzt nach. Das war auch ein Fehler. Weil links sterbe ich, unten sterbe ich. Und oben bin ich in der Falle und sterbe danach im nächsten Zug auch. Deswegen Zug zurück. Okay, also rechts ist auch falsch, dann gehe ich nach oben. Und gehe jetzt nach links. Gehe jetzt nach unten. Gehe jetzt wieder nach unten. Ja, ich glaube, ich verstehe es so langsam sogar. Vielleicht. Geh jetzt nach. Ja, rechts sterbe ich, unten sterbe ich, oben ist Rückweg, deswegen links. Rechts ist Rückweg, links sterbe ich, unten sterbe ich nicht. Aber oben ist auf jeden Fall ein Schraubschlüssel, den ich ganz gerne haben wollen würde, denn ich sterbe da auch nicht, deswegen gehe ich nach oben. Mach mal ein paar Blöcke kaputt. So. Rechts überlebe ich sogar. Links ist Schwachsinn. Wie komme ich eigentlich zum Ziel wieder? Vielleicht soll ich mir das mal überlegen. Da komme ich nur von rechts aus und da komme ich wiederum nur von unten oder oben. Von oben her kann aber. Ne, von oben her kann glaube ich nicht sein. Weil da ansonsten alles im Weg ist. Ich glaube, oben kann ich gehen, deswegen muss ich von unten her kommen. Aber wie genau, habe ich noch keine Ahnung. Ja, ich probiere nur rum, wie gesagt. Ich habe keinen Peil. Also wenn ich jetzt nach rechts gehe, das bringt mir nicht wirklich viel, finde ich. Und nach links bringt mir auch nicht viel. Oder? 1, 2, 3. Warte mal, wenn ich nach links jetzt gehe. Nee, es bringt mir nichts. Nee, ich gehe nach unten. Ich muss ja gar nicht unbedingt den Schlüssel aktivieren. Ich kann jetzt auch nach links gehen. Aber das. Ich benutze ihn jetzt einfach mal, was soll es. Vielleicht damit eigentlich nicht, ich kann gar keine Maus töten, ach so. Das war jetzt dann wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne, das war ein Fehler, glaube ich. Geh mal zurück. Kann ich den irgendwie von links her aktivieren? Da müsste ich hier landen. Um Gottes Willen. Hier oder hier müsste ich landen. Und das schaffe ich, indem ich. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Entschuldigung, meine Stimme. Ich gehe trotzdem mal nach links, einfach so. Und jetzt einfach mal nach unten. Und komme jetzt wieder eins nach oben. Warum? Was hat mir das jetzt gebracht? Achso, wenn ich jetzt irgendwie. Ja, das klappt aber nicht. Wenn ich jetzt nach links gehe.
Achso, wenn ich jetzt nach unten gehe, dann sterbe ich. Shit. Aber ich kann nach... Ja, das bringt mir aber auch nichts. Ich gehe mal nach oben. Aber links geht jetzt nicht. Und unten geht auch nicht. Weil ich dann in die Maus reinrutsche. Ja, aber ich kann jetzt zumindest von rechts her nehmen. Das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ich kann jetzt auch ein paar Mäuse töten. Zwei zumindest. Ja, das ist schon mal gar nicht so verkehrt, oder? Finde ich. So, wenn ich nach links gehe, sterbe ich ja. Aber oben auch. Deswegen gehe ich nach unten. Da muss ich hin. Ich kann gar nicht anders. Jetzt muss ich wieder nach oben zurück. Jetzt kann ich auch nach links gehen. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das reicht noch nicht ganz. 1, 2... Wenn ich irgendwie jetzt noch... Boah, Mann, ey. Was ist das denn, hey? Ja, ich gehe jetzt mal nach links. Und gehe jetzt... Ja, oben ist Schwachsinn, finde ich. Oder ist oben Schwachsinn? Ja, doch, oben ist Schwachsinn. Ich gehe nach links. Gehe nach... Was weiß denn ich? Mein Sprit wird auch langsam leer. Wenn ich jetzt wieder nach links gehe... Und dann hier so hin... Ne, warte mal. Wenn ich... Das macht alles irgendwie auch keinen Sinn. Das ist echt blöd. Macht alles keinen Sinn. Das ist echt richtig, richtig doof. Wie komme ich zum Ziel? Von oben her geht nicht, habe ich ja schon festgestellt. Ich muss von unten her ans Ziel kommen. Ich muss hier auf dieses Feld da drauf. Da komme ich drauf, indem ich von hier her komme. Das kann aber eigentlich nicht wirklich gehen. Irgendwie. Oder ich komme hier drauf. Und da, wie komme ich da drauf? Wenn ich... 1, 2, 3, 1, 2, 3... Nee. Kann auch nicht klappen. Shit, ey. Mann! Wenn ich hier drauf komme... Ja, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen... 1, 2, 3... 2, 3... Zack. Das würde irgendwie gehen. Wenn ich auf dieses Rollband da ganz rechts drauf kommen würde jetzt, dann würde ich sogar... das hinkriegen. Das war der letzte Zug, den ich gemacht habe. Ach, darüber bin ich gegangen. Ja, muss ich ja aber auch. Ich habe ja nicht wirklich eine andere Wahl. Ach, Mann! Achso, warte mal, ich kann jetzt nach oben gehen. Warte mal, ich kann nach oben gehen. Nach links. Nach unten, das überlebe ich. Nach 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich bin aber noch auf der falschen Höhe. Unten sterbe. Warte mal. Achso, habe ich das 1, 2, 3. Ah, ich bin ja schon da. Ich habe es geschafft. 1, 2, 3. Nein, die eine Maus da tötet mich. Ist es dein Ernst? Warte mal, wie läuft die? Nein, ich habe noch das Timing irgendwie falsch. Das ist doch nicht dein Ernst. Die eine Maus da ist noch im Weg. Ich würde ins Ziel kommen. Ah, ne, jetzt läuft sie nach unten. Jetzt haben wir es. Okay. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt noch? Oh mein Gott. Holy shit. Oh, da musste man jeden einzelnen Schritt richtig machen. Es gab verdammt viele Schritte. Boah, da habe ich jetzt auch echt viel Glück gehabt, muss ich sagen. Und wir haben alles geschafft und kriegen keine Belohnung. Aber es macht nichts, weil es war ja eh nur Bonus. Wurde ja auch gesagt. Ich glaube, klar, dass es nur Bonus ist. Okay. Haben wir jetzt da wirklich alles? Sieht irgendwie so aus, es fehlt ja noch was, aber... Ne, wir haben alles. Passt schon. Okay. Heieieiei. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es der Fliesenpart von Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir endlich mal wieder normale Rätsel haben werden, nämlich die Bonusrätsel des Spiels, die letzten 15 offenbar sind, glaube ich immer 15. Also 4 Türen von den ganzen Minispielen und nochmal irgendeine von irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht von was. Und dann noch so eine 5. geheime Special-Tür, die sich dann öffnet, wenn wir alle anderen gelöst haben. Denn hier in der Story haben wir jetzt erstmal von
Professor Layton und die Maske der Wunder alles abgeschlossen, was irgendwie geht. Mehr können wir nicht mehr machen. Das Roboterbild hat sich sogar nochmal verändert, merke ich gerade. Cool. Mehr können wir hier nicht mehr machen. Wir haben hier alles erledigt, was geht. Und beim nächsten Mal kommen dann eben endlich mal wieder normale Rätsel, nämlich die Bonusrätsel des Spiels. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.